Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil steht bei mir. Herr Klingbeil, Sie haben soeben den Science Award in der Kategorie Politik bekommen für Ihre Markenleistung des Jahres, hieß es in der Jurybegründung. Wie schön ist es denn eigentlich, mal so Lob zu bekommen auf großer Bühne bei all den Krisen, die Sie so aktuell umgeben? Also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, das tut natürlich gut, so einen Preis zu bekommen, die netten Worte in der Laudatio zu hören. Und das gibt schon auch viel Kraft jetzt für schwierige Entscheidungen, die vor uns liegen. Es sind gerade wahnsinnig angespannte politische Zeiten. Und da ist so eine Auszeit heute Abend mit so einer Ehrung, die natürlich auch nochmal erinnert an die gewonnene Bundestagswahl, die tut schon sehr gut. Jetzt gab es heute nicht so viel Lob, wenig überraschend, sondern Kritik von Friedrich Merz, dem Unionschef. Und zwar hat er gesagt, also er hat kein gutes Haar gelassen an der Ampel und er hat ihrem Kanzler Olaf Scholz vorgeworfen, Respektlosigkeit, Respektlosigkeit gegenüber der eigenen Koalition, Respektlosigkeit gegenüber Institutionen, Respektlosigkeit gegenüber Partnern. Möchten Sie was zurückwerfen? Nein, das ist das, was ein Oppositionspolitiker tut. Friedrich Merz hat sich schon vor längerer Zeit entschieden, dass er eher Krawall machen möchte, dass er nicht konstruktiv auch begleitet. Ich hätte das für richtig gehalten, wenn man sagt, in Zeiten, in denen es gerade so wahnsinnig turbulent ist, arbeiten wir auch mit der Opposition gut zusammen. Friedrich Merz kämpft um Aufmerksamkeit und ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren. Herr Klingbeil, Sie haben zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht, sind dann zum Co-Bundesvorsitzenden geworden Ihrer Partei. Wo geht denn der Weg noch hin? Wie wäre es denn mit Kanzler? Wir haben einen guten Bundeskanzler. Ich bin total froh, dass Olaf Scholz gerade im Kanzleramt sitzt, mit besonnenem Kopf auch regiert, in schwierigen Zeiten regiert. Er ist niemand, der auf die große Überschrift zielt, niemand, der täglich den Weg ändert. Er ist kein Entertainer wie Boris Johnson, wie Donald Trump, sondern er ist jemand, der wirklich ganz ernsthaft, seriös den Job macht, der sich tief in die Details einarbeitet, der auch sich international sehr eng abstimmt mit Joe Biden, mit den anderen europäischen Partnern. Das ist das, was Deutschland gerade braucht. Und ich bin froh und dankbar, dass ich als Parteivorsitzender da an seiner Seite stehen kann, dass ich ihn begleite, dass wir uns eng abstimmen. Und das ist das, was, glaube ich, für Deutschland noch gerade wichtig ist, dass es nicht diese Streitereien und diese ganzen Spannungen in der Politik gibt, sondern dass in der Spitze auch zusammengearbeitet wird. Und für die SPD, für Saskia Esken, für mich, für Olaf Scholz kann ich das sagen. Und das ist der richtige Weg. Sie sprechen es an, Streitereien gab es ja jüngst auch so ein bisschen in Ihrer Koalition. Sie haben es gerade auch auf der Bühne angesprochen, dass da vielleicht nicht immer alles ganz glücklich lief. Aber wie stark, würden Sie denn sagen, ist die Marke Ampel noch? Also die Ampel ist sehr stark gestartet mit wirklich guten Koalitionsverhandlungen, mit einem sehr starken Koalitionsvertrag. Und dann sind wir alle von der bitteren Realität mit diesem brutalen Angriffskrieg Wladimir Putins eingeholt worden. Und das ist was, was natürlich alle gerade fordert. Die Ministerinnen und Minister, die sich das anders vorgestellt hatten, die unter wahnsinnigen Anspannungen auch Entscheidungen treffen müssen. Es sind viele Entscheidungen, die getroffen werden und da ruckelt es natürlich auch mal. Mancher Streit, das habe ich auch öffentlich schon gesagt, hat mir viel zu lange gedauert. Da erwarte ich eine ganz andere Professionalität, da erwarte ich schnelle Entscheidungen, da erwarte ich auch, dass sowas nicht öffentlich ausgetragen wird. Aber ich kann verstehen bei drei sehr unterschiedlichen Partnern, dass man bei neuen Dingen, also bei neuen Entscheidungen, die getroffen werden muss, bei ganz anderen Herausforderungen, die da sind, dass man da auch mal ein bisschen diskutieren muss. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber Entscheidungen müssen dann eben auch schnell getroffen werden. Manchmal war es zu lang, aber am Ende haben wir immer noch die richtigen Entscheidungen getroffen in der Ampel. Und deswegen glaube ich auch, dass wir zu dieser alten Stärke wieder zurückkehren können. Zu lange hat es zum Beispiel bei den Atomkraftwerken gedauert. Zumindest war das der Eindruck. Wie kann es denn eigentlich sein, dass es so lange heißt, es wäre sinnlos und nicht möglich, diese Atomkraftwerke weiter zu betreiben und auf einmal ist es dann doch ganz einfach? Verunsichern und verwirren Sie damit nicht die Bürger? Die Lage hat sich ja auch verändert zwischendurch. Es ist ja Wladimir Putin gewesen, der dann Nord Stream 1 komplett zugemacht hat unter irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Daraufhin hat Robert Habeck ja den zweiten Stresstest durchgeführt, mit dem Ergebnis eben, dass Atomkraftwerke auch länger laufen können. Am Ende ist diese Entscheidung getroffen worden vom Bundeskanzler. Er hat das angewiesen, auch wie es sein soll. Nochmal, der Streit hätte kürzer sein müssen, dass man in der Sache diskutiert, gehört zur Demokratie dazu. Aber ich bin damit zufrieden, wie die Entscheidung jetzt getroffen wurde. Jetzt gab es noch ein Thema, um das es Streit gab. Das war der Hamburger Hafen. Das war oder ist insgesamt auch die China-Politik, die Deutschland jetzt fahren muss vielleicht auch. Und es gab Diskussionen darum, weil Olaf Scholz diesen Deal haben wollte. Jetzt hat er ihn so halb bekommen. Sie haben das ja auch gestützt. Finden Sie nicht, dass es ein grundsätzlich sehr schwieriger Zeitpunkt gerade ist, so einen Deal durchzuwinken, allein schon aufgrund von der Außendarstellung oder dem, wie es eben nach außen wirkt?
es sind die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden mussten, die auch schon seit einem Jahr bekannt sind, dass sie jetzt getroffen werden müssen. Aber es zeigt eben doch, wie die weltpolitische Lage ist. China hat sich jetzt auch mit dem letzten Parteitag der Kommunistischen Partei in eine schwieriger werdende Lage manövriert. Da muss man jetzt darüber diskutieren, auch in der Regierung, wie die künftige Strategie aussieht. Ich bin dafür, dass wir sehr deutlich machen anhand von Kriterien, wir begeben uns nicht in einseitige Abhängigkeiten von China. Und wir müssen auch klar als Bundesrepublik festlegen, in welchen Bereichen wir sagen, hier lassen wir die Chinesen nicht auf unseren Markt, hier schützen wir uns. Der Bereich der kritischen Infrastruktur gehört für mich damit zu. Es ist aber auch deutlich geworden am Hamburger Hafen, das hat die Betreibergesellschaft erklärt, das hat der Hafen selbst erklärt, das hat die Verwaltung auch der Stadt Hamburg erklärt, hier geht es nicht um kritische Infrastruktur, sondern hier geht es um eine Minderheitsbeteiligung einer Betreiberfirma. Aber klar ist für mich, dass kritische Infrastruktur eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf. Und anhand dieser klaren Kriterien, die meines Erachtens deutlich festgelegt werden müssen in der Regierung, muss dann auch eine künftige China-Politik gestaltet werden. Aber wenn Sie sagen, das wäre keine kritische Infrastruktur, es gab ja auch in der Russland-Politik jahrelang immer die Aussage, ja, es wäre nicht so kritisch, sich abhängig, also man würde sich nicht abhängig machen, Wandel durch Handel. Und dann ist man ja doch auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Sie haben das ja auch mit Blick auf die Russlandpolitik sehr, sehr klar und häufig gesagt. Im Deutschlandfunk zum Beispiel, dass Sie davon abraten, Fehler, die im Umgang mit Russland gemacht wurden, zu wiederholen. Es darf gegenüber China nicht zu ähnlichen Abhängigkeiten kommen. Warum dann also trotzdem jetzt so eine Entscheidung? Es ist zweifelsohne so, dass wir in einer einseitigen Abhängigkeit mit Russland waren. Das sehen wir ja daran, wie wir beim Gas zum Beispiel abhängig geworden sind. Wir haben uns darauf verlassen, dass Russland das Gas liefert. Und jetzt müssen wir genau gucken, wo ist die Gefahr, dass es diese einseitigen Abhängigkeiten noch bei China gibt. Ich halte es für wahnsinnig problematisch, wenn China zum Beispiel in unserer Technologie drin ist, wenn Funkmasten aufgestellt werden, wo chinesische Technologie drin ist, wenn Chips, also Halbleiter, wenn alles das aus China kommt und wir dort abhängig sind, das ist eine große Problematik. Aber wir können nicht, wenn es um die Betreibergesellschaft eines Hafens geht, auf einmal sagen, hier ist auch eine kritische Abhängigkeit, wenn die Fachleute sagen, das ist nicht der Fall. Jetzt haben Sie es angesprochen, war jetzt auch groß in den Medien die mögliche Übernahme von Elmos, das ist ja ein Chiphersteller. Zwar über ein paar Ecken, ein paar Umwege, über eine Tochterfirma, aber auch da wird der Deal wohl durchgewunken und der Verfassungsschutz sagt, wäre besser, wenn nicht. Warum diese Politik nach außen? Ich kenne da noch kein Ergebnis. Ich weiß, dass dieser Fall jetzt bei der Regierung liegt, dass es dort geprüft wird. Das muss anhand von klaren Kriterien entschieden werden. Aber für mich ist völlig klar, da wo technologische Abhängigkeiten zu China entstehen, da darf es diese Form auch von wirtschaftlicher Kooperation nicht geben. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung das genau anhand dieser Kriterien dann entscheidet und auch erklärt, warum welche Entscheidung wie getroffen wurde. Dann, Herr Klingbeil, noch eine letzte Frage, wenn Sie erlauben, nochmal nach Russland und auch in die Ukraine geblickt. Sie haben gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht in einen dritten Weltkrieg rein stolpert. Man muss aber auch die Ukraine weiter unterstützen. Was sich, glaube ich, viele fragen, ist, wo ist denn dann diese berühmte rote Linie? Also die wird ja gefühlt auch immer so ein bisschen weiter nach hinten gesetzt und dann liefert man doch wieder schwerere Waffen, aber die bestimmte Art von Waffen dann doch nicht. Man glaubt auch oder man sagt, okay, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Aber was ist, wenn er es denn doch tut oder wenn sich das Blatt wendet? Wie ist die Strategie? Also erstmal gibt es kein Drehbuch für eine solche Situation. Deswegen kann ich heute gar nicht sagen, wann ist wie, wo, welche Grenze überschritten. Und das Warnen vor einem dritten Weltkrieg, das Warnen davor, dass Wladimir Putin Atomwaffen hat, das sage ich ja nicht aus dem Grund, dass ich sage, das schwächt unsere Unterstützung für die Ukraine auch nur ein Millimeter ab, sondern wir stehen seit Tag 1 an der Seite der Ukraine. Deutschland ist mittlerweile der drittgrößte Waffenlieferant. Wir haben Sanktionspakete, ich glaube 6 oder 7 jetzt verhängt. Olaf Scholz organisiert politischen Druck mit den USA zusammen, mit den europäischen Partnern, aber eben auch in Gesprächen, beispielsweise mit den Chinesen. Alles das tun wir, um Druck auf Wladimir Putin zu machen. Und wir sehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer Erfolg haben, dass sie es schaffen, Gebiete auch zurückzuerobern. Und dafür werden wir sie weiter unterstützen. Und dann müssen wir durch diese Stärkung der Ukraine eben Russland in Verhandlungen zwingen. Aber das wird die Ukraine machen, nicht die USA, nicht Deutschland, nicht Frankreich, nicht Kanada. Wir wollen am Ende, dass eine starke Ukraine mit Wladimir Putin verhandelt. Und wir wollen, dass Russland sich aus der Ukraine zurückzieht. Aber wenn sich das Blatt wendet, würden Sie dann weiter Waffen liefern? Ich spekuliere nicht darüber, dass das Blatt sich wendet, sondern ich sehe, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade Erfolg haben. Und dieser Weg muss weiter unterstützt werden.
Herr Klingbeil, Markengala, Sie haben den Science Award in der Kategorie Politik gewonnen. Wie ist denn eigentlich das Gefühl hier auf der Gala und fühlen Sie sich wohl? Ich fühle mich sehr wohl. Es ist natürlich für mich auch eine neue Welt, als jemand aus der Politik, so viele Leute aus der Kommunikation, aus der Werbebranche zu treffen, Leute, die Verantwortung in Unternehmen, auch bei Verbänden haben. Also insofern eine sehr schöne Veranstaltung, schöner Abend für mich und ich freue mich über viele Gespräche und viele Kontakte, die ich hoffentlich machen kann heute. Vielleicht noch ein Satz, was macht genau diese Gala so besonders? Das ist verschiedens. Also ich treffe hier spannende Leute. Ich bin an einem spannenden Ort auch hier in Frankfurt, muss ich sagen. Ich war hier noch nie, also auch ein sehr, sehr denkwürdiger, schöner Ort. Und natürlich freue ich mich auch darüber, dass ich einen Preis gewonnen habe. Dann weiterhin viel spannende Eindrücke. Dankeschön.